079, ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Die ganze Zeit macht sie mir im Kopf. 079, hat sie gesehen. Du weißt immer noch nichts, hat sie gesehen. Aber das Lied funktioniert nur, weil es Berndeutsch ist. Wirklich, also ich meine, ich bin von Basel. Also wenn jetzt ein Basler das Lied gemacht hat, 079, hat sie gesagt. Du weißt immer noch nichts, hat sie gesagt. Oh, FCP, oh, FCP. Das endet immer in einem Fußballsong. Also stell dir einen Ostschweizer vor. Stell dir einen Ostschweizer vor. Geben Sie mir wenigstens die Vorwahl. Per favore. Das geht nicht. Das funktioniert wirklich nur auf Berndeutsch. Aber ich komme nicht ganz raus beim Songtext. Der Songtext ist sehr absurd. Also, es gibt so eine Passage, die ist ziemlich am Anfang vom Lied, wo er eben dort die ganze Zeit erzählt, wie er sie probiert zu erreichen. Die geht so. Ich lüte jeden Tag eine Auskunft an und möchte ihre Nummer an. Okay, er lütet die Auskunft an. Gut. Wer lütet heute noch der Auskunft an? Viel arbeiten nicht mehr da. Kausi, ja? Nur noch sie und noch zwei andere. Heisst, jedes dritte Mal ist sie dran. Was nicht ganz stimmt, aber egal. Sie gibt mir jede Nummer, 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 ihre gibt sie mir nie, gibt sie mir wenigstens vor. Also, der Typ läutet die ganze Zeit die Auskunft an, wo sie schafft, nebst zwei anderen, um ihre Nummer herauszufinden. Alter, warum läutest du die Auskunft an? Für was brauchst du ihre Nummer? Du hast sie die ganze Zeit am Telefon. Und dann tut er 10 Millionen Nummern durchtelefonieren, um die zu erreichen, die er jedes dritte Mal bei der Auskunft hat. Schon so? Ja? Nein. Tollen Applaus gesehen von wegen. Ah, stimmt. Ja. Und dann haben sie noch so komische Wörter in dem Song, oder? Zum Beispiel. Tüt, 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 hat sie gesagt, tüt, tüt. Gut, ich muss sagen, mittlerweile hänge ich auch immer so das Telefon ab. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere und sie sagt, tschüss, Schatz, ich liebe dich. Tüt, tüt, tüt. Tüt, tüt. Oder wenn ich mit einem Kollegen am Telefon bin, sage, hey, Alter, überweis ich endlich die 50 Stutz, die du mir schon seit 3 Wochen schuldest. Tüt, tüt, tüt. Tüt, tüt. Tschüss, oder? Dann haben sie auch noch so Füllwörter, die finde ich auch ganz toll. So, zum Beispiel. Ja. Ey. Oh. Muss ich wahrscheinlich so im Studio gesehen und sagen: Hallo, hey, wir brauchen da noch so ein paar Füllwörter. Ich nehme ein paar auf. Ja. Ey. Oh. Ja, super, das können wir so zusammenschneiden. Warte schnell. Geben Sie mir wenigstens Vorwahl. Per favore. Ja. Per favore. Ey. Oh. Das ist übrigens auch so. Das Wort. Per favore. Danke. Das Wort. Per favore. Wunderschönes Wort. Wieso hat man so ein Wort in einem schweizerdeutschen Lied? Wie kommst du auf so etwas? Sind Sie das im Studio gesehen? So, hello! Lo! 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 Da fällt euch noch ein Wort! Ew, ja. Warte schnell. Gebt sie mir wenigstens Vorwahl! Bitte! Nein, das ist nicht gut. Mach mal andere Sprache. Ew, ja, andere Sprache. Gebt sie mir wenigstens Vorwahl! S'il vous plaît! Gebt sie mir wenigstens Vorwahl! Please. Nee, auch nicht. Gebt sie mir wenigstens Vorwahl. Per favore. Oh! Das ist es im Fall. Gebt sie mir wenigstens Vorwahl. Per favore. No, sie bin nie, hat sie gesehen. Du weißt immer noch nicht, hat sie gesehen.
Oh.